is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Einheit und Trennung während des lauten Rufes. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Während sich die Prüfungen um uns herum verdichten, werden sowohl Trennung als auch Einheit in unseren Reihen zu sehen sein. Einige, die jetzt bereit sind, die Waffen des Kampfes zu ergreifen, werden in Zeiten echter Gefahr zeigen, dass sie nicht auf den festen Felsen gebaut haben. Sie werden der Versuchung nachgeben. Menschen, die großes Licht und kostbare Vorrechte genossen hatten, sie aber nicht vermehrt haben, werden unter irgendeinem Vorwand von uns gehen. Da sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden sie den Täuschungen des Feindes zum Opfer fallen. Sie werden verführerischen Geistern und Teufelslehren gehorchen und werden vom Glauben abfallen. Wenn der Sturm der Verfolgung wirklich gegen uns losbricht, werden andererseits die echten Schafe die Stimme des wahren Hirten hören. Selbstverleugnende Anstrengungen werden gemacht werden, um die Verlorenen zu retten, und viele, die von der Herde abgeirrt sind, werden zurückkommen und dem großen Hirten folgen. Das Volk Gottes wird zusammenhalten und dem Feind eine geeinte Front bieten. Angesichts der Gefährdung aller werden die Machtkämpfe aufhören. Es gibt keine Diskussion darüber, wer wohl als der Größte zu betrachten sei. Keiner der wahren Gläubigen wird sagen, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos und ich zu Kephas. Alle werden bezeugen, ich halte mich zu Christus. Ich freue mich an ihm, denn er ist mein persönlicher Heiland. Wenn die Botschaft des dritten Engels zu einem lauten Ruf anschwillt, wird ihre Verkündigung von großer Vollmacht und Herrlichkeit begleitet werden. Die Gesichter der Kinder Gottes werden in himmlischem Licht erstrahlen. Viele Herrscher stehen unter Satans Kontrolle, doch auch Gott hat seine Werkzeuge, sogar unter den Herrschenden. Und einige von ihnen werden sich zur Wahrheit bekehren. Einige Werkzeuge Gottes werden stark genug sein, um viel Böses zu überwältigen. So wird das Werk weitergeführt, bis die dritte Botschaft ihr Werk getan hat. Beim lauten Ruf des dritten Engels werden diese Werkzeuge eine Gelegenheit haben, die Wahrheit anzunehmen. Einige werden sich bekehren und zusammen mit den Heiligen die Zeit der Trübsal durchstehen. The Lord is coming.